Bald ein Jahr dauert der Krieg in der Ukraine nun an. Frieden, zumindest ein Waffenstillstand, ist weiter nicht in Sicht. Derzeit scheinen die Kämpfe festgefahren. Die Russen können die Frontlinien nicht durchbrechen. Die Ukrainer warten auf westliche Waffen und verschärfen ihre Forderungen nach einer erneuten heftigen russischen Angriffswelle. Es bräuchte jetzt auch Kampfjets und Langstreckenraketen aus dem Westen. Denn die eigentliche Großoffensive, die steht laut Experten noch bevor. In einem geheimen Stützpunkt nahe Kharkiv trainieren ehemalige englische und US-Militärexperten ukrainische Zivilisten und Wachleute. Sie wollen kämpfen, falls Russland zum Jahrestag der Invasion eine neue Offensive startet. Wir sind dabei, uns auf NATO-Standards umzustellen, aber wir sind auf einem schnellen Weg und wir müssen schnell lernen. Die USA drängen auch im westlichen Bündnis auf Schnelligkeit und Geschlossenheit. 60 Bradley-Panzer werden in die Ukraine verlegt. Die ersten davon sind bereits in Bremerhaven eingetroffen. Jetzt will der Präsident selbst ein Zeichen setzen und am 20. Februar nach Polen reisen, so das Weiße Haus. Dort will er der internationalen Gemeinschaft und vor allem der Ukraine klarmachen, dass wir weiterhin fest an ihrer Seite stehen. Wir wissen, dass die nächsten Monate schwer werden, vor allem für die ukrainischen Streitkräfte. Die andauernden Raketenangriffe der Russen zielen auf Infrastruktur und sicherlich auch die Moral der Ukrainer. Vor allem im Südosten, dort, wo eine Großoffensive der russischen Armee immer näher rückt. Es ist offensichtlich, dass der Feind seine Angriffe verstärkt. Innerhalb von 15 Minuten gab es 5, 6 schwere Einschläge. Sowas haben wir seit letztem Sommer nicht mehr erlebt. Bei einer Lieferung weiterer deutscher Waffen, etwa auch Flugzeugen, mahnt Außenministerin Baerbock zur Vorsicht. Es geht nicht um Spielzeug, sondern um schweres Kriegsmaterial. Daher sei es wichtig, immer wieder sorgfältig abzuwägen. Unterdessen wird das Überleben nahe der Front im Donbass immer schwieriger. Viele der dort Ausharrenden sind inzwischen auf internationale Lebensmittelhilfen angewiesen. Und zugeschaltet aus der Region Dnipro in der Ukraine ist mir unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf. Steffen, wie gehen die Ukrainer knapp ein Jahr nach Kriegsbeginn mit dieser Situation um? Gibt es auch kritische Stimmen in der ukrainischen Bevölkerung, die eine Aufgabe befürworten würden? Also eine Kapitulation befürworten, glaube ich, wenig bzw. kaum Ukrainer. Jedenfalls immer dann, wenn wir mit den Menschen sprechen. Und mögen es Soldaten sein, mögen es Politiker sein, dann hört man, dass man eben nicht aufgeben will. Und natürlich gibt es die ein oder andere Stimme, die vielleicht doch sagt, wir müssen irgendwann über Verhandlungen nachdenken. Aber das ist das, was wir nicht von offizieller Seite hören. Da hat jetzt auch gerade erst wieder ein Präsidentenberater gesagt, es bleibt dabei. Wir verhandeln nur in dem Moment, wenn sich wirklich alle russischen Truppen zurückziehen, und zwar komplett zurückziehen aus der Ukraine. Und insofern, glaube ich, trifft das auch so ein bisschen die Stimmung in der Bevölkerung nach allen Erfahrungen, die wir hier haben, dass Aufgeben eigentlich nicht in Frage kommt. Man muss immer wieder dazu sagen, man verteidigt ja hier das eigene Land, die eigenen Häuser, die eigenen Familien. Und insofern gibt es da relativ wenige Stimmen, die sagen, wir dürfen eigentlich nicht weiterkämpfen. Immer wieder gibt es Berichte über die Verlustzahlen auf den beiden Seiten. Das Problem, diese Angaben lassen sich offiziell nicht bestätigen, nicht überprüfen. Wie sind denn deine Informationen? Also Fakt ist, dass das Blutvergießen enorm ist und es ist ganz anders, als es vor einigen Monaten war. Da hat dann der ukrainische Generalstab beispielsweise gemeldet, dass hier 30, dort 40 Soldaten auf russischer Seite ums Leben gekommen sind. Auch diese Angaben lassen sich natürlich nicht verifizieren. Jetzt sind die Zahlen ganz andere. Die gehen eher in Richtung 500, 600, 700 bis zu 1000 russische Soldaten pro Tag. Allein in Bachmut, dort ist das Blutvergießen am größten. Jewgeni Prigoschin, das ist der Anführer der Miliz Wagner, die ja dort kämpft, der russischen Miliz Wagner. Der hat gesagt, Bachmut ist ein Fleischwolf und das trifft es, glaube ich, einigermaßen. Also auf beiden Seiten sind es enorme Verluste, auch wenn beide Seiten offiziell da keine Zahlen nennen. Steffen, danke schön für die Einschätzungen aus Dnipro. Pass auf dich auf.